Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Let's play Zenless Zone Zero. In der letzten Folge haben wir, was haben wir überhaupt in der letzten Folge gemacht? Ich glaube, wir haben mit Caesar gepult. Genau, wir haben für Caesar gepult. Ich habe auf Screen, ich weiß jetzt nicht, wie lange es hier ist. Ich glaube, wir haben am ersten Tag schon direkt gepult. Das heißt, jetzt haben wir 6 Tage später, ne? Ein neuer Monat hat begonnen. Wir haben heute den 1. Oktober. Das heißt, da konnte man wieder ein paar neue Sachen hier holen. Ne? Man konnte wieder ein paar Kassetten hier holen für Gacha-Spielen und so. Darum kümmern wir uns noch irgendwann. Und ja, ich habe auf Screen ein bisschen hier hoch trainiert. Ne? Ihr habt vielleicht gemerkt, Colleda ist Level 60. Die war vorher Level 55. Ich wollte mich ehrlich gesagt mehr so auf Caesar konzentrieren. Aber weil ich mich da hier die ganze Zeit um so einen Endgame-Modus hier mit beschäftigt habe. Keine Ahnung, mir fehlte nur ein Level, das sind halt diese, wo du gegen Gegner kämpfen musst, die irgendwie voll stark sind, ne? Und dann kriegst du Belohnungen, unter anderem hier so Gacha-Währung, ne? Was natürlich immer wichtig ist, und ein paar Dennys, weil die sind sowieso immer wichtig. Und da habe ich das letzte Level noch nicht geschafft, aber ich wollte die unbedingt schaffen wegen den Belohnungen, deswegen habe ich mich noch ein bisschen da reingehängt, versucht das zu machen. Aber dafür musste ich Colleda, Lucy und Piper ein bisschen hochleveln, weil ich die in einem zweiten Team benutzt habe. Und ja, das hat sozusagen dafür ein bisschen dafür gesorgt, dass ich hier Caesar ein bisschen vernachlässigen musste. Aber sie ist auch schon Level 51. Hat auch schon eine Menge Sachen hier gelevelt. Ne, alles ist Level 5 ausgezeichnet. Ich bin jetzt sozusagen gerade wieder dabei, sie zu leveln. Ja, ich meine, diese Dinger, ich meine, darüber muss man noch nicht reden. Ne? Das ist alles sehr provisorisch. Die Waffe habe ich hochgelevelt. Level 54. Also läuft eigentlich alles gut. Beim Kurs steht hier, weil gerade so ein Event ablaufen ist, wo man Charaktere irgendwie so Aufträge hier losschicken muss. Boah, ich habe irgendwann im Hals. Man muss irgendwie Charaktere jetzt so Dinger hinschicken, so Posten oder irgendwie sowas. Und da kann man irgendwie Erfahrungspunkte für bekommen. Ne? Also weiß ich nicht. Da kann man irgendwie für 10 Stunden irgendjemanden hinschicken und danach kriegt dieser Charakter irgendwie. Oder während den ganzen 10 Stunden bekommt dieser Charakter hier Erfahrungspunkte, ohne dass man irgendwas dafür machen muss. Deswegen steht bei 4 Charakteren jetzt hier beim Kurs. Sie sind alle sozusagen in so ein Erfahrungspunkte-Dingen drin. Ne? Und die leveln sozusagen jetzt automatisch für die nächsten 10 Stunden. Je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte noch da übrig sind. Das ist, glaube ich, nur während des Events oder so. Keine Ahnung. Hier sind die ganzen Events. Da sind eine Menge neue Events gekommen. Eins davon muss man in der Story weitermachen. Deswegen machen wir auch hier mal weiter. Ja, ich war cooles gesehen, und zwar die Belohnung hier, ne? Man kriegt ja einmal Lucy, wenn man das Event abschließt, was sehr cool ist. Dann kriege ich ein Kopfkino für sie, Sinnbildkino. Das ist nicht schlecht. So, man kriegt nur alle 10 Tage hier das Ding, das habe ich schon fertig. Das ist das, wo ich gerade geredet habe früher. Da muss man irgendwie einige Missionen machen, da muss man irgendwie Erfahrungspunkte hier einsacken und so alles. Das ist ziemlich cool. Da hat jetzt ein neuer Spielmodus, der hinzugefügt worden ist. Das ist mehr oder weniger, falls einige Leute das kennen, das ist so ein Minispiel, das man jetzt in der Arcade spielen kann. Das ist irgendwie sehr ähnlich wie Vampire Survivors. Ich weiß nicht, wie man dieses. Ich glaube, das Genre nennt man Anti-Bullet Hell. Also, du spielst einen Charakter und es kommen immer ganz viele Gegner auf dich zu und du musst versuchen auszuweichen. Und ja, weiß ich nicht. Das ist auch ziemlich lustig. Doppelte Erfahrungspunkte. Also es geht gerade eine Menge ab hier in dem Spiel. In diesem Monat. Was gut ist. Ich fange langsam an zu glauben, meine Charaktere werden alle bald auf Level 60 kommen. Was gut ist, weil es gibt nicht so viele Charaktere bisher. Ne? Guck mal, wie viel. Ich habe so 80% aller meiner Charaktere schon extrem hoch gelevelt. Hey. Das ist krass, finde ich. So, gut. Aber wir machen heute in der Story weiter ein bisschen. Ne? Wir machen 1 Stunde lang hier weiter. Ich habe meine Belle und. Weil es besser als eine Bell, 2 Bells, ne? Wenn wir es mit Bell reden, ne? Und dann geht es ja weiter in der Story. Dann geht es ja, glaube ich, um die Söhne von Kalidorn. Also hier die Gruppe von Caesar, Piper und Lucy. Freue mich, worum es bei denen geht. Ich will ehrlich gesagt ein bisschen mehr über die herausfinden, wenn ich ganz ehrlich bin. So, Weiß, da bist du ja. Ich muss dir was erzählen. Shepard hat sich gerade bei uns gemeldet. Er meinte, er hat die letzten Tage in der Nähe von der Six Feet gearbeitet und will uns mal treffen. Ja. Wir haben noch Shepard gebeten, Aufträge in der Außenzone für uns zu finden, um Perlmans Aufenthaltsort herauszufinden. Er ist deswegen gekommen. Weiß, hast du jetzt Zeit? Willst du dich nicht mit ihm treffen? Klar.
Damit da momentan wenig los ist, schließe ich vorübergehend den Laden und bitte ihn direkt zu uns zu kommen. Einige Zeit später betritt Shepard den Laden. Du wirst wahrscheinlich jetzt jedes Mal ganz normal ein bisschen Ruhe. Python, was geht? Ein bisschen ruhiger sein vielleicht. Ich nehme an, auch wenn wir jetzt mit Bell spielen, dass wir trotzdem immer noch aus der Perspektive von Weiß spielen. Ne? Das funktioniert übrigens immer noch nicht, dass man andere Charaktere spielen kann. Die tun die ganze Zeit irgendwie Bugfixes durchführen. So, weil so fast jeden zweiten Tag kommt immer so, oh, wir haben diesen Bug gefixt und so, was ja cool ist, ne? Aber irgendwie würde ich mir wünschen, die würden diesen Bugs bei ja mal beheben, weil da kann irgendwie nicht so richtig sein. Ich kann jetzt nämlich nur Caesar steuern. Aber wer bestimmt oben. Es scheint doch mehr als 4 Charaktere von den Söhnen von Kalidon zu geben. Weil ich schon gesehen habe, was so alles in der nächsten Gacha so passiert. Da ist noch ein 5. Charakter von den Söhnen von Kalidon, was auch dieser eine Typ ist, den ich mal erwähnt hatte. Weil ich wusste, weil ich war mir ziemlich sicher, ich hatte auch einen männlichen Charakter gesehen. Und angeblich gibt es da einen männlichen Charakter, der bald ziehbar ist. Was bedeutet, dass wir die erste Gruppe mit 5 Charakteren? Was bedeutet, die anderen Fraktionen bekommen bestimmt auch irgendwann neue Mitglieder oder Mitglieder, die noch nicht vorgestellt worden sind, ne? Du kennst ihn zu gut. Ich habe gar nicht aufgepasst. Die leben irgendwie in der Wüste oder so, ne? Einige Leute haben sich schon wieder aufgeregt über Caesars Trailer. Ich habe mir den nicht angeschaut, aber anscheinend gibt es da irgendwie eine Duschszene zwischen den Mädels. So ganz am Ende des Trailers. Ja, aber den Clip habe ich irgendwie gesehen, irgendwie als das mal jemand erwähnt hat. Nice, was das ist, irgendwie so, keine Ahnung, die Mädels sind hinter so einem Vorhang, sind am Duschen, man sieht nur deren Silhouetten. Caesar geht da irgendwie rein, zieht ihre Klamotten aus, geht dann auch da rein. Und die Leute haben sich natürlich darüber voll aufgeregt. So, nein, das ist Loot, oh, Fanservice. Also typische, ne? Ich fange langsam an zu glauben, Mihoyos Fangemeinde ist ein bisschen toxic. Letztens haben sich Leute darüber aufgeregt, dass Mualani, hier diese Surferin aus Genshin Impact, hat die irgendwie zu viel Skin zeigt, ne? Und irgendwie Leute regen sich irgendwie darauf, so, oh, die zeigt ihren Bauchnabel. Oh. Dann haben sich einige beschwert, oh, ja, von den Charakteren habt ihr den Bauchnabel irgendwann mal entfernt oder so, ne? Was ist denn hier los, ne? Also aus irgendeinem Grund beschweren sich jetzt Leute mittlerweile irgendwie, dass zu viel Skin gezeigt wird, aber bei den anderen Charakteren war es irgendwie ein Problem, dass sie zu wenig Skin gezeigt haben, weil da haben die sich beschwert, dass man bei denen nicht irgendwie den Bauchnabel sehen konnte und jetzt beschweren sie sich darüber, dass man bei ihr zu viel Skin zeigt. Also egal was man macht, die Leute von Mihoyo, die Fangemeinde von Mihoyo ist nie glücklich, weil es ein bisschen lächerlich ist. Was ist so seltsam? Ich passe hier überhaupt nicht auf, Mann. Also, es sind immer so viele Sachen, über die ich hier reden will. Aber in jedem von Mihoyo-Spiel ist immer so viel Gejappe, so viel Gerede. Da komme ich ja nie dazu, irgendwie was zu sagen. Und es gibt immer so viele Sachen, die ich sagen möchte. Ja, wir spielen ja eigentlich wieder die Story weiter, ne? Dass wir sehen jetzt hier schon irgendwie, wie es weitergeht. Vor ein paar Tagen, kurz nach der Erfüllung des Luftschiffs, irgendwo im alten Ölquellengebiet der Außenzone.
Da sehen wir die. Sehen wir die Crew. Sehr geil. Big Daddy. So, er ist nicht der männliche Charakter, den ich gemeint hatte. Gibt's da noch jemanden? Ist aber nicht spielbar, ne? Ja, das ist die andere, ne? Ich habe erst gedacht, sie hat irgendwie so Ziegenbockhörner, so wie Ganyu aus Genshin. Der abgestürzt, ah, da ist auch ein Luftschiff im Hintergrund, glaube ich. Das ist so eine coole Gruppe, finde ich. Ja, klasse aus. Gleichzeitig im Random Play mit dem weggetreten. Ich glaube, Billy war ja mal in der Biker Gang, ne? Finden wir darüber mehr raus? Ich glaube, er hatte irgendwie Motorrad, irgendwie so hat er mal gesagt. Sowohl Bell als auch ich sind da. Was ist los? そんなに近くにいるなら店まで来ればよかったのに。いや、それが車が通れなくてよ。やべ、治安官が来た。なんとかごまかさねえと。悪い店長切らせてくれ。とにかくここで待ってるから。よろしくな。ビリーったら何こそこそしてるんだろう。ジャトヤの車の。あ、そのラストワゴンみたいな。 Ich glaube, Piper ist irgendwie eine Lastwagenfahrerin oder so, ne? So, dann gehen wir mal los. Billy, was ist los? Triff ich mit Billy am Straßenrand. Ja. Oh, das ist der neue Bang, wo der freigeschaltet wurde. Bist du plötzlich reich? Wow. Übrigens genug Dinger, um ihn zu holen, um die
den neuen Bango zu holen, den holen wir uns am Ende. Am Ende dieses Part. Du kennst also die Biker-Gangs. Er hat auch ein Motorrad irgendwie, habe ich gehört. Als ich mich mal irgendwann mit ihm unterhalten habe. Ja, ich passe sogar auf. Das sagt man nicht. Ich merke mir nur die Kohlensachen, aber... Wie spricht er das aus? Sagt er auch Söhne von Kalidon? Ich weiß nicht, ob der sagt, das Son of Kalidon. Ich habe das jetzt nicht so verstanden. Wer ist ihre Vizin? Aber wahrscheinlich Cäsar, ne? Sie wollen einen Proxy treffen? Okay. Geh zurück und sprich mit Bell. Ja, wie gesagt, irgendwie. Aber ich kann da gar nicht hin. Ich kann gar nicht den Charakter. Ich fällt auch gerade auf. Ich laufe ja als Weiß rum. Weil ich gerade in der Story bin, ne? Aber ja, irgendwie kann man immer nur noch Charaktere, die man gepult hat, nehme ich an, steuern. Also ich kann nur Cäsar bisher steuern. Was irgendwie komisch ist. Wird aber noch gefixt sein irgendwann, ne? Okay, du erzählst, was hier passiert ist. カリドンのこっていう郊外の走り屋がパールマンの手がかりを知ってる。けど、それを教える条件は私たちが協力について話し合いに応じることか。お兄ちゃん、どう思う？ああ、だぜ、パーキーバーキン。プロキシの助けを必要としているなら、引き換えにパールマンの手がかりを入手できる可能性は高く見積もっていいだろう。 Billy ist doch auch dabei. Ist ein bisschen gefährlich, dass wir persönlich überall dahin gehen. Ne? Wir haben eigentlich gar nichts drauf. Ne? プロキシの活動を制限する人もいない。つまり、パエトーンの正体がバレる心配もないしね。それじゃ、お兄ちゃん、これから何日かは準備をしつつ、手元に残ってる仕事を片付けといてね。 Nein, ich will das jetzt machen. Weiß, ich habe Billy kontaktiert, mit ihnen unsere Entscheidung mitgeteilt. Wir laufen die Vorbereitung für den Ausbruch. Ich bin bereit. Ja. Wir warten, weil Hans zu schnell und entschlossen. Wir müssen nur noch warten, bis Billy bereit ist, dann können wir los. Weil es der Tag der Abreise gekommen ist. Jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie was gemacht. Weiß, heute gehst du mit Billy in die Außenzone. Sei vorsichtig auf dem Weg. Billy wartet am gleichen Treffpunkt wie beim letzten Mal. Du sollst ihn dort treffen. Obwohl es außerhalb der Stadt nicht viel Smart-Geräte gibt, werden Ferry und ich euch jederzeit im Auge behalten. Chef, da bist du ja. Können wir jetzt losfahren? Ja, mein Gott. Leute. So, Kapitel 4. Tor der Inferno. Cool. Kurz auf einer Landstraße in der Außenzone. Da hat er auch irgendwie so ein Zeichen hinten, ne? Ist schon auch von der Biker Gang. So, mein Gott, guck mal, wie viele Höhlen da sind. Ja,
この道はホローに近すぎる。周りにもホローがいくつか点在しているし。おれ、まあ、あの、カツにもベル hätte ね。そりゃしょうがねえ。郊外に対したエーテル技術はねえから、ホローを消滅させるのは難しいんだ。エーテル資源の採掘もできないんだぜ。店長。Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, ich habe schon gegen einige neue Gegner gekämpft. Weil ich gestern auch vorgestern zum ersten Mal hier diesen Endgame-Modus nochmal gespielt habe. Da sind schon direkt neue Gegner vorgekommen. Deswegen habe ich eine Runde mal lieber aufgehört, bevor ich mich hier spoiler. Und ich habe auch definitiv schon mal irgendwie in einem Level gekämpft, die irgendwo in der Wüste war. Das ist sowas von klar. Na ja, klar, hat wir gegen irgendwas crashen. Warum? Was? War das alles geplant? Ist das nicht dieser Vampir-Typ? Wer ist er da auf der rechten Seite? Boah. Das sind sowas von spielbare Charaktere. Ja, Lucius. Das ist doch dieser Vampir-Typ, oder? Von Lycon, der Partner, ne? Wir warten auf den ersten Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler. Okay, ich habe Belohnung bekommen. Hab ich gehört. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Mir geht's gut. Billy ist irgendwie am meisten involviert in der Story bisher, habe ich das Gefühl. Als mal war er auch in der Story dabei. Im Luftschiff. Wir haben es überlebt. Habe ich Bane? Natürlich habe ich das. Billy, wie hat er das gemacht? Bell, wir sind gleich am Crashen. Billy, sieht so aus, als hätten wir einen Ausweg gefunden. スタンド。ich wusste, wir müssen Billy steuern. Ich weiß gar nicht, warum ich die Charaktere alle hoch trainiere, ne? Ich bekomme immer selber Charaktere. Ja, oder muss ich... Oh, hier muss ich beschützen, ne? Gott. Aber... Ich sag, mein Billy wäre aber stärker. Boah, was ist er denn? Oh, der hat ein Motorrad. Wow. Also weg. Ah oh, nein, hätte ich nicht mal müssen. Explodieren. Okay. Wow. Wow. Ah. Alter, wie lang ist denn deine Kombo? Ah, komm her. Du bist kaputt. Du bist kaputt.
Nein, nicht mehr kaputt. Ja, mach eine. Ja. Oh. Ja, sollte ich in meiner Truhe, dass ich hier noch mal umschauen. Na gut, wenn man mit Billy irgendwie zweimal dodgt, dann hat er so eine Rolle. Na, kann ich mal gucken. Sinnbild Kilo, gar keins. Das heißt, hat jetzt eine vorgegebene Version von Billy. Ne, ich würde gerne mal immer herausfinden, welches Level die mir immer ergeben. Sagen die mir aber nicht, ne, sagen wir nicht, welches Level oder so, ne? Aber mein Billy wäre ehrlich gesagt stärker. Manchmal den schon Sinnbild Kilo 4 oder so. Ich weiß nicht, ob ich gegen die Gegner schon gekämpft habe. Ich habe gegen einige neue Gegner gekämpft. In diesem Scheo-Verteidigung-Modus. Da habe ich mir direkt gedacht, ich soll vielleicht mal aufhören zu spielen. Sonst spoilere ich mich hier bei den Gegnern. Wahrscheinlich hat er noch nicht mal die persönliche Waffe oder so, ne? Boah. Ja, komm. Ein voll anderes Spielerlebnis, wenn man mit Billy spielt, ey. Muss die Finger weg. Oh, ich frage mich, wenn ich dieses Bango bekommen habe. Dann habe ich nämlich zwei Bangos. Ich habe jetzt irgendwie zwei Teams jetzt, mit denen ich eigentlich alles schaffe, so. Einmal Shinji, Corin und Rina. Ne, da habe ich auch diesen Victoria Housemaid Bango. Und für den anderen natürlich die ganze Zeit so einen anderen Bango, den ich hier hochgelevelt habe, benutzen. Aber ich habe das andere Team ist irgendwie weit nicht Piper, Lucy und Koleda im Moment. Und irgendwann bestimmt Caesar statt Koleda. Und da hätte ich gerne das richtige Bango doch dazu. Für mehr Bonus und so. Den kommt mir halt genau gelegen. Außerdem weiß ich nicht, weil ich anders hochleveln soll. Erfahrungspunkte und so tue ich ja so oder so, aber irgendwann habe ich auch immer ein paar Dennis übrig, ne? Und die will ich ja auch für irgendwas vorballern. So, Cutscene. Ja, was bist du? Ja, das habe ich ein alter Gegner, ne? Ah, wer rettet uns? Komm. Wer kommt und rettet uns? Komm. Ja. Hisashina, Billy no ji. Ne, koitsu ga densetsu no proxy ka. Was? Ja, er ist der Charakter, den ich meinte. Alles klar, auch können wir den anderen auch mal spielen? Ich will dann ihn gerne spielen. Nein! Ja, ich weiß, wie man Caesar spielt, glaube ich. Ich habe sie zwar noch nie offscreen gespielt, also vielleicht einmal in so eine Hülle 0. Aber naja. Nur so ungewohnt, irgendwie mit einer Fähigkeit zu blocken, anstatt mit R1 oder L1. So. Nein, Jupiter.
Ja. Der eine Kollege ist wahrscheinlich noch gar nicht draußen, ne? Ja, komm her. Noch ein paar Mal habe ich davon mal. Ja, da ist er wieder geschafft. Muss ich mich nur daran gewöhnen, ne? Wow. Zack. Also ja, Billy war bei den Söhnen von Kalidon, confirmed, nehme ich an. Genau, er ist der andere Charakter. Nicole ist wohl recht weit oben in der Nahrungskette. Danke, dass du uns zu Hilfe gehalten bist. Oh Mann. Oi, Proxy, wo ist er? Ja, ich vertrag das ja ähnlich, ne? Okay, cool. So, er war Level 50, alles klar. Das heißt, meiner wäre stärker gewesen, weil ich die persönliche Waffe habe. Einige Sinnbild-Kinos und so. Einige Zeit vergeht, nachdem du das Bewusstsein verloren hast. In Blazewood. Blazewood. Warum? Alles klar, eine kurze Zeit später. Sehr coole Gruppe. Ich meine, wir können jetzt auch hier rumlaufen, weil irgendein Gebiet gibt es noch nicht, das wir noch nicht freigeschaltet haben. Ich meine, das ist das hier, ne? Ah, ja, wir arbeiten schon lange zusammen. Puh,
んと自己紹介しとこう。俺らはカリュドーンの子。郊外の走り屋チーム。Wo ist ich doch? そんで、俺様はここのドン、シーザー。今日、お前らに来てもらったのは他でもね。ビリの字から聞いてるとは思うが、カリュドーンの子は、お前らの力を必要としてるんだ。お前らがご出身のパールマンだが、奴の飛行船が墜落してぐちゃぐちゃだった。奴自身は、wir können mal mit dem reden wieder。結構重症でな。まだ意識は戻ってね。Lass mich mal mit ihm reden。やっぱパールマン？ということは、君たちはパールマンの身柄を確保しているのか？そうだけどよ。なんだ？ルーシーのやつは言ってなかったか？安心しな。きちんと治療はしといてやるぜ。目覚ましたらお前らに任せる。それでいいよな。ちょっとよろしくて。シーザー、交渉はまだ始まってもないんですわよ。なのに大事なカードをいきなり切ってしまって。あなた。あ、それはクール。これはルーシーのカッチンゼン。交渉？カード？ルーシー、お前はまたそんな小さいこと言ってんのか。そういう人の弱みにつけ込むようなやり方じゃ、覇者の気迫ってもんに欠けるだろうが。簡単に言ってくれますわね。情報が漏れないよう、私が今日まで身を砕いてきたのは何のためだと。アエドーンの協力が得られなかったら、チュールド・インフェルノを解除できる実力のプロ騎士をどっから探してくるって言うんですの。チュールド・インフェルノはこっちの事情だぜ。俺様は鼻から運命を人に委ねようなんてつもりはねえからな。安心しろ、プロ騎士。お前らが郊外まで来てくれたことで俺らのメンツは立った。そっちが手を貸さないと言おうが、パールマンについて俺様は言ったことをたがえるつもりはね。シーザー、あんたの親切は嬉しいけど、よく言うでしょ、旅は道連れ、世は情けって。Gut gesagt, ey. Ich sag, wann ist das denn? 実を言うと、パールマンの行方についてわずかでも情報があればいいと思っていたくらいなんだ。こんなに大きな収穫があるとはね。そちらが誠意を示してくれた以上、僕たちもできる限り力になる。実に気持ちのいい答えだぜ。聞いたか、ルーシー。これでお前の心配事も消えてなくなっちまったな。Niemals. 感謝しますわ、パイトン。そちらから協力を申し出てくださるなら、こっちとしては大助かりですもの。Was hat's mit dieser Tour der Inferno auf sich? Tour de Inferno というのに、プロ騎士の力が必要なんだろう。それって一体。おーよ。Tour de Inferno ってのはな、俺らのいる旧油田エリアの一大イベントだ。最強と謳われる走り屋チームだけが参加できて、コローで真の強者を決めるために。That's genau what I've been betraying, damals. シーザー。そんな説明じゃ誰一人理解できませんことよ。代わりに私が。簡単に言うと、ツールドインフェルノはオートバイでホローを突っ切るクロスカントリーの一種ですの。参加できるのは2チームのみで、ルールもとっても簡単。ホローは突っ走り、先にゴールのシンダーグローレークに火打ち石を投げ入れたチームの勝ちですわ。Ich meine, aber hat sie doch gerade erklärt. Klingt wie ein gefährliches Rennen. Proxy-san, Tour de Inferno war ただ刺激を求めてのものではありませんことよ。レースの形式を取りつつ、石油資源の安全を定期的に確保する目的があるんですわ。石油は旧油田エリアの命ですもの。まあ当然。私たち走り屋にとってツールドインフェルノにはもう一つもっと重要な意味があるんですわ。レースの勝者は旧油田エリアにおける走り屋連盟の覇者たる地位につけるんですの。
その通りだ。Wenn im Englisch heißt er wahrscheinlich Overlord, ne? Was viel cooler ist. ハシリア連盟でも最強と認められるってことなんだぜ。今の覇者陣営はトライアンフってチームだ。連中の大将張ってるおっさんがもう何年もこの地位に居座ってやがる。俺様はずっと前からあいつとやり合ってみたいと思ってたんだ。Es geht also um Ehre, und Ruhm. Ich wusste, sie hat so eine Lache.旧油田エリアの石油産業は様々な意味で走りや連盟の支援によって存続できているんですの。覇者になれば連盟のトップとして輸送ルートの割り当てを決める権限が手に入るんですわ。実質的にその利益を思い通りにできるも同然ですわね。この半年間ずっとトライアンフは私たちに全ての中でも最悪のルートを割り当ててきてるんですの。 裏でよからぬことを企んでるに違いありませんわ。どういうわけか尋ねに参りましたら、向こうのナンバー2ルシウスが君の悪い作り笑いに頬ざき上がりましたの。覇者の親分は今旧油田エリアにはいない。ルートはくじ引きで決めた。そういや覇者のおっさん、確かにここ半年ばかり面を拝んでねえな。 一体何の用事でそんなに忙しくしてんのか。それはそうとして、ルーシーがビビってるわけも見当つかねえけどな。ルートが悪かろうと俺らの走りが鈍るわけでもなし。第一、お前が切れてんのは輸送のついでに化粧道具やら菓子やら買えないルートだからじゃ。おお、お黙りなさいですわ。 誰でも知ってることだろう。多いのうちに入んねえよ。お前こそさっきから何度もアホ呼ばわりしやがって。俺様のメンツもズタズタなんだが。開口一番、私の計画をぶち壊しておいて、どうして賞賛のことだ。シーダフィーツ。ルシアナデモンテフィーノのお嬢様。俺様は計画をぶち壊しました。でもお前。 憧れてたルシアナのプロ騎士に会えたのが誰のおかげか忘れてた。ああ、ルシーマークミッチ。ゼロ。もう、ぶち切れましたよ、シーザー。決闘を申し込みますわ。あなたが仮ドーンのこの大将でいられるのも、今日は限りですわ。かかってこいよ。そんなんで俺様がビビるかってんだ。ライド。 Ich habe gedacht, leider wäre irgendwie der Anführer, weil er so ein bisschen ernster aussieht wie der Rest. Wenn die zwei zurechtkommen. Sie ist der nächste Charakter, den ich wohl werde. Sehr cool. Es wird dunkel, Box. Sie übernachtet noch heute Abend bei uns im Lager. Die Tankstelle hier ist zwar geschlossen, aber weil ihr in der Nähe dort ein Dorf liegt, ist es trotzdem sicher. Also bezüglich Perlmann. Ah, du meinst gesuchten Verbrecher? Wie Cäsar gesagt hat, ist sein Luftschiff in der Außenzone abgestürzt und wir haben es zufällig entdeckt. Wir standen kurz davor, ihn der Sicherheitsbehörde zu geben, um die Belohnung zu kassieren. Aber bevor er ohnmächtig wurde, hat er ständig von einem wahren Drahtzieher und Beweisen geredet. Also haben wir ihn zuerst behalten, vorerst behalten. Wahrscheinlich wusste Perlmann tatsächlich etwas.
Oh, anhand deiner Reaktion scheint es, dass diese Dinge, die er gesagt hat, für euch von großem Wert sind. Gut zu wissen. Macht dir keine Sorgen, nur wenige wissen, dass er bei uns ist. Und wir haben ihn inzwischen an einen sicheren Ort versteckt, wo er behandelt wird. Und was ist mit Cäsar und Lucy? Leider werden sie wahrscheinlich noch eine Weile weiterkämpfen. Aber keine Sorge, sie kämpfen normalerweise, sie kämpfen normalerweise in weiter entfernten Gebieten, also werden sie euch nicht beim Ausruhen stören. Das meinte ich nicht. Sie wechseln schnell zwischen Kampf und Frieden, als der Motor vom Stahlauer Gas gibt. Gut, das reicht für heute. Den Rest können wir morgen besprechen. Heute sollten wir früh ins Bett gehen. Besonders du. Du bist bestimmt sehr erschöpft. Junge Leute müssen ausreichend schlafen, um gesund aufzuwachsen. In der Nacht nach einem langen Tag harter Arbeit nimmst du dir eine Einladung der Söhne von Kalion an und übernachtest im Blazewood am nächsten Morgen. Ach, schon wieder Katzi. Das ist dann einfach nur so der, oh, das ist ein neues Gebiet. Ich glaube ja, Schatzruhe. Letzte Nacht habe ich mir noch Sorgen gemacht, dass ich an einem fremden Ort nicht schlafen könnte. Aber plötzlich war es schon morgen. Nach einer guten Ruhe sind auch die Unannehmlichkeiten meinen Augen verschwunden. Ich frage mich, ob Belle schon auf ist. Gleich werde ich mich mit ihr besprechen, wie wir das Proxy-Geschiff in der Außenzone starten können. So, okay, ich dachte, du wärst irgendwie ein Roboter oder so. Weil ich so irgendwie so ein Blass irgendwie im Gesicht gesehen habe. So, Kiste. So, das mit dem Internetstufe, das geht jetzt ein bisschen langsamer nach oben, ne? Wir sind nur noch 6 Level übrig, aber trotzdem. Jetzt wird es ein bisschen langsamer mit dem Leveln. Schade. Aber hey. Na. Dann suchen wir nochmal Billy, ne? Na, da sei ja direkt. Kommen wir vor wie in Junon in Final Fantasy 7. Nicht Junon. Coral. Hier. Barretts Heimat. Hier dieses Wüstengebiet. War ja Coral, ne? Komm mal nach oben hin. Ja. Das ist das letzte Gebiet hier, ne? Ja, Blazewood. Cheesetopia. Okay, Leute, was geht? Mit dir rede ich noch. Ohio. Wo ist meine Schwester? Ich trinke mal kurz einen Schluck. Oh, もう一人の店長なら今さっき店まで送ってきたところだぜ。デバイスの一部を店長たちのところの車に積んで移動式のプロ機種工房にする準備のためにな。もう一人の店長とシーザーで話し合って決めたんだ。お、ウィルダーハーディーデイズシステムやぶ。その横に運んでくると。 そういうことみたいだぜ。ああ、確かにこれ、オッケーね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 。ああ、確かにこれ
ツールドインフェルノの準備にかかりきりだ。お互い助け合えることがあると思うぜ。 Okay. Ja, weißt du was, aber ich glaube, da machen wir ja Feierabend. Ich will euch mal diesen neuen Spielmodus zeigen, von der man hier im Ding spielen kann. Im Arcade. Truhe. Wo muss ich jetzt hier hin? Ich kann einfach hier rein, ne? Ja, da muss ich hin. Okay. So, dann machen wir hier Feierabend, ne? Ich gehe mal ganz kurz zu. Ich will euch mal zeigen, immer so aus Interesse. Ich kann wahrscheinlich noch nicht mit denen interagieren, ne? Nö. Er muss jetzt die Story durchspielen, ne? Was? Ich kenne die Leute ja noch nicht, ne? Lucy und Piper kann ich, glaube ich, hier befreunden, ne? Wo wollte ich denn jetzt noch mal hin? Hier, mein Gott. Okay. Gehe ich mal kurz hier hin. Dann soll ich euch mal dieses neue Arcade-Spiel hier gerade hinzugefügt worden ist. Das ist ein bisschen so wie Vampire Survivor, macht super Bock. Ich weiß nicht, ob das einige Leute was sagt, was das ist, ne? An meinem Event-Modus ist sogar nichts, ne? Okay. Und bizarre Reisegefährten. Ich glaube, da gibt es sogar irgendwie ein Archiv, mit dem ich mit dem ersten Charakter immer spielen soll, ne? Und zwar, wer war noch mal der erste Charakter hier, ne? Herr Arbeit. Dann gehe ich mal hier die erste Welle, ne? Und das ist mehr oder weniger so wie Vampire Survivors. Ich weiß nicht, ob das einige Leute was sagt. Also ich laufe mit dem Charakter hier rum und es kommen die ganze Zeit Gegner auf mich zu, ne? Und mein Charakter ist am Schießen, aber ich kann das nicht bestimmen, ne? Mein Charakter tut automatisch hier schießen und ich muss sozusagen die ganze Zeit überleben, ne? Da gibt es irgendwie so Gegenstände, die ich mir holen kann, immer wieder, ne? Zum Beispiel Inia, Phantom. Er begleitet mich dann hier. Da ist ein Item, das mich hochballert, ne? Ausweichen, hoch, LP. Hier kann man den Shop resetten. Ne, das reicht. Und ja, das ist mehr oder weniger ich sag mal, vereinfachtere Version von Vampire Survivors. Ich weiß gar nicht, wie man dieses, ich glaube, das heißt irgendwie Anti-Bullet Hell, ne? Weil Bullet Hell ist ja normalerweise irgendwie so sowas wie Toho Project oder so, ne? Also du fliegst irgendwie nach oben, musst alles ausweichen, was dem im Weg kommt, und alles abschießen, was dem im Weg kommt, ne? Du fliegst normalerweise von unten nach oben irgendwo. Ja, da muss ich HP einsetzen. Da, nein, da wollte ich gar nicht mehr. Mit den Shop reset wollte ich gar nicht. Gänsefuchs, Herbert. Oh. Also Sachen wie Toro Project sind normalerweise, ah, du fliegst von unten nach oben und musst alles abschießen, was denen im Weg kommt. Aber in dem Spiel ist es also, du bist in der Mitte und du bist von allen angegriffen. Und du musst sozusagen hier die ganze Zeit überleben. Und irgendwie deinen eigenen Bild zusammenbauen und so. Ich finde das voll lustig. Und Vampire Survivors habe ich auch voll durchgesuchtet. Habe ich auch auf Steam. Und oh, ich bin fast tot. Ich bin tot. Nein, aber irgendwie fand ich, der war irgendwie nicht so stark, ey. So, okay, ich hatte eigentlich geplant, hier zu gewinnen, aber was soll's. Der Charakter fand ich, war jetzt irgendwie, ich habe jetzt nicht so aufgepasst, weil ich gemacht habe, ganz ehrlich. Aber okay, was soll's. So. Wollte ich mal zeigen, wie das hier, ich glaube, da ist ein permanenter Spielmodus, der hinzugefügt worden ist, aber im Moment, wenn man das hier die ganze Zeit spielt, dann bekommt man irgendwie im Moment besondere Belohnungen. Hey, Bell. Ich bin zu Sachen, um ein paar Vorsachen vorzubereiten, alles klar. Und dann noch etwas zu... What? Okay, wollte schon sagen, hier passiert doch nichts. So, dann würde ich sagen, wir machen noch einmal hier Gacha. Wir kriegen jetzt, ich habe genug Punkte. Muss hier jetzt. Oh, sind die neue Quests? Nee. Ihr tut immer irgendwie aufploppen, irgendwas, aber irgendwie ist da die Hälfte der Zeit nichts. So, wir gehen mal hier auf Signalsuche. Und zwar, wir haben jetzt hier, weil wir wieder 5 Dinger holen konnten, aber jetzt hier wieder 14 Dinger, ne? Weil ich ja Cäsar hochgelevelt habe, kriegt ja auch alle 2. Beförderung kriege ich auch wieder so ein Ding, ne? Also da habe ich wieder auch ein paar Sachen angesammelt.
für die nächsten Charaktere, ne? Und ja, wir haben 29. Bisschen frustrierend, dass wir nicht 30 haben, aber hey, 29 ist auch in Ordnung. So, wir wollen natürlich hier den Söhnen von Kalidon Bangbo holen, ne? Also gehen wir mal kurz da rein. Den müssen wir jetzt eigentlich kriegen, ne? Wenn wir Glück haben. Ja. Ich sag mal für die Jumps jetzt 2 S-Rang. Was? Warte mal, habe ich den jetzt zweimal bekommen? Okay. Rotes Mokkus. Habe ich den jetzt zweimal bekommen? Weil hier kann man dann seine Gacha verlieren, ne? Wäre ich gesagt nicht so schlecht. Okay. Ich habe den mal zweimal bekommen, ausgezeichnet. Dann kann ich den direkt hochleveln und... Okay, ich weiß, ich werde ihn benutzen, weil ich die Charaktere von benutzen werde. Von daher, warum nicht, ne? Ja, mein erster doppelter S-Rang und es war ein Bangbo von allen Sachen. So. Jetzt muss ich ja mal ändern. Wen nehmen wir hier? Wir haben noch hier einen von der Sicherheitsbehörde. Ich habe nur einen Sicherheitsbehörde-Charakter. Von daher bringt das nicht viel. Wäre langsam so schwierig, ne? Physische Charaktere wäre nicht schlecht, ne? Ether, ich habe nur Nicole. Ich habe mehrere Elektro-Charaktere. Von daher kann ich dich vielleicht als nächstes nehmen, ne? Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt einmal kurz zum Dings. Wir gehen jetzt einmal. Ich sollte ja wohl genug Dinge haben, ne? So, cool. Der wird dann ein bisschen stärker, ne? So, da haben wir ihn. Wo ist der andere, den ich bekommen habe? Hab ich ihn schon maximiert, den anderen, den ich bekommen hatte? So, da werden die Werte nochmal erhöht, ne? Ja, guck mal hier. Boah. Ich meine, ja, warum nicht, ne? So, dann tue ich mal hier Erfahrungspunkte einballern, ne? Und dann tue ich hier dich einmal befördern, dann kriegen wir nämlich noch mal ein so ein Ding. Boom, dann kann man nämlich. Ja, ich muss natürlich hochleveln, ne? Ich will sowieso den als nächstes hochleveln. Deswegen tue ich erstmal alles reinballern, was ich hab. Und jetzt habe ich kein Geld, ne? Ne. So, gut. Der muss als nächstes hochgelevelt werden. So, jetzt habe ich wieder ein Ding bekommen. Modshop. Warum ist... Oh, ich wollte schon sagen. Hätte mich erst den starken hochleveln sollen. Okay. Genauso ein Glück möchte ich beim Events bitte auch haben. Ich meine, hatte ich eigentlich ehrlich gesagt schon einmal. Na, ich kann immer noch nicht zum Bell wechseln, weil ich jetzt in der Story drin bin. So, und da ich jetzt gerade noch mal so ein Ding bekommen habe, heißt das, wir können noch mal 20 Mal hier ziehen. Plugbo. Das heißt, irgendwann, wenn ich die alle hier habe, ne, dann kann ich sowieso nur noch für Bangbos ziehen, die ich schon habe, ne? Aber ist cool gemacht. Aber ich will natürlich erstmal so viele verschiedene wie möglich haben, ne? Eigentlich wäre es irgendwie klüger, die ganze Zeit nur sich auf eins fokussieren, damit ich einen ja immer weiter ausbauen kann, aber ich mache das lieber so, ne? Ich wünsche, man könnte ja auch hier Engines bekommen, A-Rang Engines, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, dich habe ich, glaube ich, schon. Ich habe ja auch. So. Und direkt noch mal rein. Ich weiß nicht, ob ich den zweimal bekomme, gibt es nicht. So, jetzt nur ein. Ja, ich habe schon maximiert. So, dann haben wir das erledigt, ne? Zeit mal. Ich mache soweit immer am liebsten so schnell wie möglich. So, dann haben wir.
Ich muss jetzt erstmal auf ihn fokussieren, nehme ich an. Schon wieder ihn bekommen. Okay, langsam fühlt sich das hier. Uns fehlen nur 1, 2, 3, 4, 5 Charaktere. 5 Bangus. Na gut. So. Und dann habe ich noch hier. Habe ich hier noch hier 14 Dinger. Das heißt, hier können wir auch noch mal die Standard-Gatscheimer spielen, ne? Ich würde sagen, da machen wir ihn auch noch mal ganz kurz, ne? Lass mal rein da. Wenn jetzt noch ein S-Rang-Charakter wäre, wäre natürlich sehr cool, aber nein. So, eins, ja. So, warum steht da manchmal AA? Manchmal, oder will ich mir nur ein? Manchmal steht da nur AB. Weil da sind zwei Buchstaben hintereinander. Oder will ich mir nur ein? Nicole! Ich glaube, Nicole kommt in der nächsten Gacha irgendwie vor. Von daher ist das schon wieder eine Verschwendung. Sie schleicht sich irgendwie immer in meine Gachas rein. Sie und Billy. So. Oh mein Gott, wir haben sie maximiert. Oh mein Gott. Unser erster Charakter auf Symbol 6. Wenn er ein Ziel schafft, dann kriegt er alle Truppen mit. Was? Boom. Guckt euch das mal an. Präzise Fokussierung. Boah. So, warum ist sie nackt? ich will das hier ändern. Das ist entweder das hier, ne? Das ist entweder das hier, ne? Und dann hat sie immer weniger Kleidung. Warum? Warum ist sie nackt? Warum? Klar, warum nicht? Ich glaube, in der nächsten Gacha ist sie aber auch dabei als als 4-Sterne-Charakter. Von daher ist es schon ein bisschen Verschwendung, dass wir sie jetzt bekommen haben, weil wir werden sie beim nächsten Mal wahrscheinlich in der nächsten Gacha die ganze Zeit bekommen. Aber okay, warum nicht, ne? Haben wir einen Charakter mal auf Symbol 6 ausgezeichnet. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge, ne? Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Story von hier, den Söhnen von Kalidorn, ne? Ich freue mich drauf. Beim Schieß da weitergeht. Bis jetzt war es lustig. Deswegen gucken wir mal, ne, was uns da erwartet. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.